Die Impfverordnung regelt die Reihenfolge bei den Impfungen. Höchste Priorität haben Menschen ab 80 und all jene, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen betreut werden oder tätig sind. Zur ersten Gruppe gehört auch, wer auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungsdiensten oder in den Impfzentren arbeitet. Zur zweiten Kategorie mit hoher Priorität zählen alle ab 70 Jahren sowie Menschen mit einem sehr hohen oder hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Auch enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen dürfen sich dann impfen lassen. Dasselbe gilt für Menschen in Asyl- oder Obdachlosenunterkünften. Zur dritten Gruppe gehören unter anderem alle Menschen ab 60, stark übergewichtige, Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen sowie mit Diabetes. Erfasst sind außerdem Krebs- und Asthmakranke und Menschen mit Autoimmun- oder rheumatischen Erkrankungen. Zur dritten Priorität gehören außerdem Mitarbeiter von Verfassungsorganen, Regierungen und Verwaltungen, Streitkräften, Polizei, Zoll, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Justiz sowie dem Lebensmitteleinzelhandel. Hinzu kommen Menschen in prekären Arbeitsbedingungen, wie etwa Saisonarbeiter. Die Länder sollen dafür sorgen, dass diejenigen, die an der Reihe sind, zum richtigen Zeitpunkt über die Möglichkeit zum Impfen informiert werden. Sie können dann einen Termin dafür vereinbaren.